Hey Punk. Hier chillen die Gämsen. Scheiße. Eine wunderschöne schwarz-grau-weiße Gämse. 10 Meter vor mir. Hat mich sogar noch schön angesehen. Ah. Ich muss mir unbedingt noch 2-3 Akkus holen für die GoPro, dann kann ich sie einfach laufen lassen. Ja, nun. Sieht nach Schlafplatz aus. Cool, was sich die Gämsen hier für ein Straßennetz angelegt haben. But without government, who would build the roads? Eichhörnchen. Also hier am Seegämsen wirklich super schön. Da beneide ich sie richtig. Wollt ihr mal mein Knie hören? Also. Moment. Ist effektiv mein Knie. Hallo. Hält mich, solange es mich hält. Wenn es das nicht mehr tut, ist es eh Zeit abzutreten. So. Es ist ein wunderschöner Wald hier. Aber fast ein bisschen, ja, noch habe ich nicht so viel Spektakuläres gesehen, aber ich bin ja auch das erste Mal jetzt hier. Das ist der Berg gerade hinter meinem Haus eigentlich, hinter meinem Zimmer. Den muss ich auch erstmal erkunden, aber sonst Hammer. Ich will am liebsten immer für immer hier oben bleiben. Was ist das denn? Ein richtiger Schneemann. Ein Schneemann. Hehehe.
Das ist einfach nicht okay. Also, jetzt lassen wir mal kurz Revue passieren. Und zwar, wenn ich jetzt zusammenzähle, die letzten 5, 6, 7, 8, ist ja eigentlich auch egal, Waldgänge, Berggänge, dann habe ich ungefähr, wenn ich den Zwischenfall mit der Gemsenfamilie mitzähle, etwa 6-7 Gemsen, 3-4 Eichhörnchen, 3, eine Steinböckin, drei Murmeltiere und ein paar Vögel. Ich sehe schon, die Jagd ist wirklich unglaublich nötig. Und ich gehe wirklich nicht da, wo die Wege sind, sondern quer durch den Wald und quer durch die Berge. Und das ist eigentlich meine Ausbeute. Aber ich sehe hunderte von Kühen, da wo sie eigentlich nicht hingehören. So viel nur von wegen, man muss das Zeug jagen und abknallen, weil sie uns sonst alles kaputt machen, weil es sonst zu viele hat. Einfach nur Quatsch. Ich würde es ja noch verstehen, wenn es viele hätte, aber auch selbst dann, wo sollen sie denn noch hin? Wir kommen immer weiter nach oben. Wir bauen immer weiter rauf. Wir lassen ihnen ein kleines Gebiet, wo man sie eigentlich im Großen und Ganzen noch duldet. Aber selbst eben, da sie sich zurückziehen müssen, hat es immer noch nicht viele. Warum freut man sich denn, wenn man sowas sieht? Ja, weil es wenige hat, weil es nicht viel hat. Ja. Wir müssen einfach langsam aufhören, das zu glauben, was man uns vorsetzt, sondern nur das, was man sieht, das, was man erlebt. Und außerdem, was uns schadet.
das heißt doch noch lange nicht, dass es falsch ist, sondern dass wir haben uns ja abgekapselt von dem Ganzen. Wir wollen ja nicht nach Natural Law, Naturgesetzen leben, uns integrieren, ein Miteinander suchen, sondern ja, wir machen was ganz anderes und regen uns dann auf, wenn uns das Natürliche nicht in den Kram passt, uns schadet. Ja, sind wie die Idioten, die an einen Fluss bauen, sich dann aufregen, wenn es Überschwemmungen gibt und dann anfangen, den Fluss einzupferchen, ihm eine Richtung zu geben. Und dann ja, wird es eigentlich noch schlimmer. Naja, einfach so viel dazu. Wenn wir uns immer mehr ausbreiten, uns immer mehr vermehren, ohne zu überlegen, ja, dann ist es nicht der Natur ihren Fehler, nicht der Tiere ihren Fehler, sondern unser Versagen. Die machen nichts falsch. Aber wir machen so ziemlich alles falsch. Und quatschen dann noch von Klima retten, Natur retten, alles muss gerettet werden. Ach, lasst doch einfach alles in Frieden. Und schert euch zum Teufel. Inklusive mir. Die Welt ist nun mal besser dran ohne uns. Beziehungsweise ohne den Weg, den wir eingeschlagen haben. Es ist einfach nur noch Irrsinn. Aber was wir machen, ist Political Correctness. Also wir quatschen alles schön. Ja. Neue Innovationen. Neue Erfindungen, neues das, jetzt ist es besser, bla bla. Zuerst machen wir die Probleme und dann bieten wir uns selber eigentlich vermeintliche Lösungen an oder Verbesserungen. Anstatt dass wir einfach sagen, okay, Schlussstrich, wir versuchen was ganz anderes. Alles klar.